Schärfe 3. Jetzt haben wir endlich wieder ein schönes Schärfe 3 Diamantschwert. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 16. Folge Last Team Standing. Ich join auf den Server. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Mittlerweile regnet es schon. Wir haben nichts zum Essen. Werden höchstwahrscheinlich jetzt dann sterben. Und ja, es ist einfach nur schlimm. Ich packe jetzt hier mal ganz kurz mein Handy aus, mache die Koordinaten an, so. Ah ja, einen Timer muss ich mir auch noch stellen, so 15 Minuten. Dann gucke ich hier meine Fotos rein. Wo haben wir es denn? Ah, hier. Hier haben wir es. Das packe ich jetzt einfach mal hier hin. Also können wir schon ein bisschen gehen hier. Okay, in die Richtung, denke ich mal, müssen wir. Ja, in die Richtung. Es ist nicht so extremst weit. Müssen wir da rüber oder was? Hä? Warte mal, X minus 204 Y ist egal. 599, 598. Okay, dann schwimme ich da einfach mal rüber. Wenn das so locker flockig geht, wie das hier gesagt wird. Ja, dann mache ich das einfach mal. Ja, geil. Dann schwimmen wir hier im Wasser. Da kann uns nämlich niemand töten. Und es regnet und es regnet. Okay, jetzt sind wir hier schon auf jeden Fall auf der richtigen, Moment, so. Auf der richtigen Position, wenn wir hier hingehen, so. So, und jetzt müssen wir darüber, genau. Nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen hier rüber. Hä? Was soll die Scheiße? Ich bin verwirrt. Aber ich hasse das immer so mit Koordinaten und so. Das hasse ich einfach. Ich hasse es. Es soll bei X mehr werden und bei Z weniger. Aber ich gehe jetzt einfach mal zu der Z-Koordinate und dann kann ich ja das mit der X-Koordinate noch so ein bisschen regeln. Denn so weit sind wir gar nicht von zu Hause entfernt. Das hat getäuscht. Da oben ist ein Schwein, das ich gerne töten möchte. Ich töte es auch nicht, weil wir tierfreundlich sind, okay? So. Erstmal kurz chillen hier. So, dann gehen wir mal hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Boah, dieser Regen, ne? Der macht mich kaputt. Kann man den nicht irgendwie ausstellen? Ich glaube nicht, ne? Kann man, glaube ich, nicht ausstellen. Oh, ne. 504. Ich muss runter auf 175. Ihr seht die Koordinaten wahrscheinlich nicht, weil die Facecam drüber ist. Aber im Prinzip, die Leute dürfen ja die Koordinaten eh sehen, also ist das schon okay. Hier würde es mehr werden und hier würde es weniger werden. Das heißt, ich müsste irgendwie darüber. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja nicht mal noch jetzt laufen. Und wenn wir kein Essen haben, sterben wir deshalb und dann verlieren wir extrem gute Sachen, die wir hier drin haben. Richtig toll, muss ich schon sagen. So, ich muss schon sagen. Respekt. Alter. Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Ist schon klar. Sterbe ich halt. Ist hier kein Problem. Au. Sollte jetzt echt ein bisschen vorsichtig gehen hier. Ich habe wirklich keine Lust jetzt, dass ich sterbe. Denn sobald wir zu Hause sind, ist alles wieder in Ordnung, ja. Wir sind bald bei der Z-Koordinate angelangt. Und schätze ich, dass wir halt dann darüber müssen. Da ist ein Schwein. Ganz ehrlich, Leute, das hole ich mir. Komm her. Und bitte drop 3 Fleisch. Ach, danke. Danke, lieber Gott. So, das gibt wenigstens ein bisschen was. Das heißt, wir könnten wieder nicht sprinten. Denn ich möchte jetzt auch gar nicht sprinten. Denn sonst sterbe ich. So, ich denke jetzt einfach mal, dass wir da rüber müssen. Deswegen gehe ich da jetzt auch einfach mal rüber. So, das sind wir derzeit auf. Ja, gut. Ja, ja, es nähert sich dem Ziel. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Also sind wir zu Hause. Und dann machen wir einfach mal was anderes. Würde ich sagen, gehen wir vielleicht noch ein bisschen
Rohstoffe farmen. Mal gucken, mal gucken. Zu Hause haben wir noch ganz, ganz viel Brot. Und jetzt sprinte ich schon wieder, aber es ist jetzt egal. Es ist mir egal, dann bin ich schneller zu Hause und dann kann ich schneller was essen. Genau. Und dann habe ich auch noch mehr von der Folge, Leute. So. 175. 175. Okay, ja, anscheinend müssen wir da rüber. Und dann sind wir auch schon gleich da. Und tada, wir sind noch nicht da, aber gleich. So, darüber und wir sind zu Hause, somit kann ich das Handy jetzt auch wegtun. Und da unten habe ich ja gesehen, das ist ja eine Farm. Und bei dieser Farm, da hole ich mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Getreide. Kartoffeln, lol, er hat ja Kartoffeln, stimmt. Und die können wir uns ja dann einfach mal so gechillt braten hier. Braten. So, zack, 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 zack. Können wir uns hier noch ein bisschen Weizen mitnehmen. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft, wenn das hier jemand so schön angepflanzt hat. Ich glaube, das war sogar der Goldblock TV. So. Das hier können wir noch mitnehmen. Zack. Das hier. Ja, ich würde sagen, das reicht schon mal. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Das Ganze hier, weiß ich nicht so sehr, was das hier darstellen soll. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine Ritterburg. Ich werde mit den Leuten noch reden, ob sie hier bei der Höhle ausziehen können. Und sich ein eigenes Haus bauen, denn ich möchte hier drin wohnen. Ich bin ein Höhlenmensch. Und das wäre dann schon sehr geil, wenn ich hier denn alleine sein könnte. Denn schließlich ist es ja eine Stadt. Und in der Stadt hat jeder ein anderes Haus. So habe ich das zumindest mitgekriegt. Wisst ihr was, Leute? Ich verzauber es jetzt einfach auf Level 1. Ja, gut. Wir hatten jetzt Glück, dass der Schärfe rausgekommen ist. Hätte auch was ganz anderes rauskommen können. Und das Lustige ist, jetzt haben wir gar kein Zuckerrohrproblem mehr. Aber gar keines. Und jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir kein Leder mehr haben. Super. Toll. Ich muss schon sagen, wow, super. Haben wir hier vielleicht ein Schärfebuch? Ja, gut. Dann können wir somit auch gleich ein Schärfe 2 Schwert machen. So, haben wir jetzt hier Schärfe 2 Schwert gemacht. Ja, gut, das ist schon mal gut. Also da muss ich sagen, ja, geil. Kommen hier mal ganz kurz die Sachen rein. So, wir haben hier kein Leder, so wie ich sehe. Das ist natürlich schade. Das bedrückt mich ein bisschen. Aber was soll man denn machen? Ich kann jetzt nochmal ganz kurz da ein bisschen ausschwenken. Vielleicht nochmal ganz kurz in die Richtung hier gucken. Ob da vielleicht noch irgendwo eine Kuh lummert. Eine einzige oder so. Das wird mir schon reichen. Dann könnte ich wenigstens ein Buch machen, was ich auf Level 1 verzaubern kann und wo eventuell Schärfe rauskommen würde. Eventuell. Aber ohne Kühe kein Leder, ohne Leder keine Bücher, ohne Bücher keine Verzauberung, ohne Verzauberung kein gutes Schwert. Alter, ich dachte gerade, das war eine Kuh. Oh Mann. Nee, es wird schon wieder Abend, davon ist eine Hexe. Das tue ich mir nicht an. Und ich möchte auch nicht ständig nur rumlaufen. Oh Mann, wieso haben wir keine Kuh gefunden? Das ist jetzt echt ein bisschen nervend. Das bedrückt mich jetzt irgendwie. Oh Mann. Wow. Hier rüber. So gut. Holen wir uns noch den Zombie hier. Lag? Ja. Ja, es laggt ein bisschen. Aber ist nicht der Rede wert. Wir gehen jetzt einfach da mal hoch. Und wir werden einfach hoffen, dass irgendwann jemand aus unserer Stadt so nett ist und uns einfach Kühe bringt. Dass der einfach mal so ein paar Kilometer läuft und dann einfach uns so ein paar Kühe mitbringt. Das würde ich sehr cool finden. Von der Person, die das vielleicht irgendwann mal macht. So, gucke ich ganz kurz. Ich brauche was zu essen und zwar... Zack, ein Brot. Das ist natürlich... Boah, geil. Oh, das schmeckt so geil. So.
Dann hier noch ein paar Ofenkartoffeln. Und hier, oh geil, 13 Ofenkartoffeln, 12 Ofenkartoffeln. Jetzt habe ich einiges an Essen. Auf jeden Fall. Gehen wir mal hier schnell runter. Wisst ihr was, Leute? Wir können jetzt ein Risiko eingehen. Ich nehme die Diamanten. Ich mache das jetzt einfach. Wenn wir kein Leder finden, müssen wir es so machen. Verzauber es jetzt auf Level 1. Ja, Schärfe. Seht ihr, Leute? Ich mache das jetzt. Moment. So und so. Jetzt haben wir dann Schärfe 3. Ach so, dann brauche ich jetzt ja noch ein Schärfeschwert. Moment. Sticks. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, du hast unsere ganzen Diamanten verschwendet. Ja, im Prinzip schon ein bisschen. Ja, perfekt. Jetzt haben wir dann gleich ein Schärfe 3 Schwert. So, Schärfe und Schärfe. Schärfe 2 und Schärfe und Schärfe. Schärfe 3. Jetzt haben wir endlich wieder ein schönes Schärfe 3 Diamantschwert. Mit einem Stärke 3 Bogen. Das ist natürlich schon sehr, sehr geil. Ich guck mal schnell, wie lange wir jetzt noch Zeit haben. Wir haben jetzt noch circa 5 Minuten Zeit. Würde ich sagen, die 5 Minuten kann ich mich jetzt auch noch ein bisschen runterhauen. Und unten ein bisschen, unten ein bisschen farmen gehen. Obwohl die Höhle schon sehr, sehr leer ist. Okay, hier wohnt anscheinend auch jemand. Ich glaube, das ist der Pixel, der hier wohnt. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein doofer Aufgang. Muss ich jetzt ein bisschen modifizieren hier. und hier, genau, hier war der Abgang zur Höhle. Gehen wir einfach mal runter. Und das ist doch schön, wenn man in der Höhle ist und einfach nichts hört. Man hört einfach nichts. Das ist einfach nur schön. So. Jetzt sind wir hier gleich unten. Ebene 27, Alter, wie lange muss man denn hier gehen? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. So. Gut. Und ich grabe mich jetzt hier weiter. Bin jetzt dann zwar auf Ebene 11, aber wenn auf Ebene 12 Diamanten sind. Also ich bin gewohnt, dass sie sagen, ja, Ebene 12. Deswegen möchte ich auch nirgendwo anders suchen, denn ich finde das dann so ein bisschen Zeitverschwendung ohne dicke Eisenader gefunden. Gleich 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Ich würde sagen, wir meinen da jetzt einfach mal noch mal so ein bisschen. Oh, wir haben Gold gefunden. Oh, da draußen ist ein richtiges Gewitter. Gold ist immer gut, denn dann könnten wir uns jetzt bald mal einen OP-Apfel machen. Das sind jetzt wieder 8 Stück. 30 Gold habe ich schon. Ich glaube, man braucht 70 Gold oder so. Auf jeden Fall sparen wir auf einen OP-Apfel. Dann ist es egal, wer gegen uns kämpft. Und ich würde sagen, Leute, wir arbeiten uns jetzt auf den OP-Apfel hin. Und wenn wir einen haben, dann werde ich auf jeden Fall abwarten, bis der nächste aufnimmt. Und dann, gibt es Stress. Auf jeden Fall. So. Vielleicht finden wir jetzt ja in den paar Minuten hier noch Diamanten. Das wäre auf jeden Fall ein richtig geiler Moment. Aber ich denke nicht. Okay, hier ist Redstone. Das ist doch immer so ein gutes Zeichen hier, wenn Redstone ist, oder? Ich weiß nicht. Nee, meine Spitzhacke ist jetzt auch gleich kaputt. Das, ich habe ein Déjà-vu. Dann drehe ich mich um und hier sind Diamanten. Aber heute leider nicht. Heute bekommst du leider kein Foto von mir. So. Gut. Gucken wir noch ein bisschen weiter, bis der Timer läutet. Und dann ist die Folge leider auch schon zu Ende. Alter, was geht hier ab? Kann man eigentlich in Minecraft vom Blitz erschlagen werden? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber ich glaube, man kann sogar richtig vom Blitz erschlagen werden, sodass man tot ist. Super. Dann werden unsere Sachen wieder weg. Ey, ich würde so ausrasten. Jetzt sind wir einmal schon gestorben, ich weiß zwar nicht warum, wahrscheinlich wegen diesem Zombie-Pigman oder so. Und dann, dass wir jetzt dann auch noch wegen dem Blitz sterben. Nee, 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 da gehe ich jetzt nicht mehr raus. Da habe ich Angst. So. Gucken wir hier noch rein. Das ist einfach die effektivste Methode, um Diamanten eigentlich zu finden.
Natürlich ist es noch viel effektiver, wenn man jetzt eine riesige Höhle findet und man ein bisschen da rumguckt. Aber die muss ich ja erst, ich muss mir da ja erst Bahnen graben, um da vielleicht irgendwie Diamanten mal zu finden. Und ich gucke jetzt demnächst auch immer mehr auf die Decke, denn ich, manchmal habe ich so das Gefühl, vielleicht sind da auch wirklich Diamanten oben und man entdeckt sie einfach nur nicht. Und ich finde das einfach so schön, die Textur von den Diamanten. Oh, das finde ich einfach geil. So, hier haben wir noch einiges an Kohle. Ich soll auch gehört haben, ja, von Diamanten gibt es so viele Gerüchte. Aber wenn Kohle so tief ist, dann sind Diamanten... Okay, mein Time ist abgelaufen. Ich dachte es mir schon, dass der jetzt gleich abläuft. Ich guck noch dreimal wo rein. Eins. Zwei. Okay. Und dreieinhalb. Dreiviertel. Dreiviertel und drei. Gut, hier sind keine Diamanten. Das heißt, ich gehe da jetzt einfach mal raus. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Und ja, jetzt haben wir ein Schärfe-3-Schwert, haben wir wenigstens etwas in der Folge geschafft. Wir haben einiges an Essen und jetzt ist unser Ziel eigentlich nur noch, bessere Ausrüstung zu farmen, einen OP-Goldapfel zu machen und dann lösche ich statt blau aus. Denn dann lebt jetzt nur noch, glaube ich, der René und den würde ich ganz, ganz gerne aus... Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie möchte, dass die aus dem Projekt geschieden sind, aber wenn der Stadt Rot so dominiert und irgendwie die anderen Städte rauskickt, ist das schon ziemlich geil. Und ich würde sagen, das war's, Leute. Ich habe schon wieder gegen mein Mikrofon gehauen. Ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.